In allen von meinen Praktika hat mir jemand mal gesagt, be serious in what you do, but don't be serious about yourself. Und das ist so diese Grundmentalität, die wir hier auch spüren. Wir sind sehr ernst und professionell in dem, was wir machen, aber selber sind wir sehr offen und menschlich, wie wir so miteinander umgehen. Also es ist nicht, dass man denkt, oh, schon wieder ein neuer Tag, schon wieder Danone, sondern anders. Es ist wirklich, ja, Danone, da will ich arbeiten. For me, Danone, it's like a body. It's like a human being with a big brain, because there are many clever people working for Danone. But it's also a body with a big heart. Ich bin verantwortlich für die Marke Actimel. Actimel ist so das ein großes Flaggschiff der Industrie. War echt der Überflieger der letzten Jahre. Das ist eine Riesenmarke mit Riesenwerbebudget. Und das ist natürlich toll, dieses Werbebudget mit meinem Team zusammen in der Hand zu haben. Ich arbeite im Activia-Team und mein größtes Projekt ist das Packaging. Alles, was von der Verpackung verändert werden muss, geht über meinen Tisch. I'm the Sourcing and Supplier Development Director for Danone Germany. The target of this department is of course to create value for the company. Ich habe direkt nach meinem Studium bei Danone begonnen, habe komplett unterschiedliche Bereiche gemacht. Es waren dann Projekte von Qualität über Kostenprojekte, aber auch technische Projekte dabei. Ich bin bei Danone im Bereich Verpackungseinkauf tätig und bin für zwei Kategorien eigentlich verantwortlich, also alles rund um Papier und zum anderen für Plastik. Genauso wie du die Verantwortung für Business kriegst, hast du auch die Verantwortung, dich selber weiterzuentwickeln. I've been working with Danone for 12 years. I can tell you, I'm very different. The Pierre-Alexandre now is very different from the one I was 12 years ago. Much more responsible. I'm much more taking care of other people. Ich war ja schon Praktikantin im Marketing und ich wollte gerne ein bisschen mehr den Fokus auf den Vertrieb legen und das hat mir Danone entsprechend ermöglicht. Und hat mir dann noch ein super Angebot gemacht. Sie haben mich für 7 Monate in die Schweiz geschickt. Ich habe an 5 verschiedenen Standorten in 4 Ländern 4 verschiedene Jobs machen dürfen und mich wirklich in rascher Zeit vom Trainee zur Abteilungsleiterin weiterentwickeln dürfen. Danone schafft für die meisten Marketeers Traumbedingungen. Jeder ist tatsächlich hier gefordert, mutige Ideen zu bringen, mutige Entscheidungen zu treffen, ab dem ersten Tag. Am ersten Tag bin ich nach meiner Meinung gefragt worden, habe Projekte übertragen bekommen, die ich eigenverantwortlich führen konnte. Und das ist für einen jungen Absolventen ein unglaubliches Abenteuer. Ich habe eine Budgetverantwortung und bin da direkter Ansprechpartner für sowohl intern, für Werke, für die Entwicklung, für Marketing, aber halt auch extern. Darf Danone repräsentieren, darf verhandeln und habe da wirklich meine beschlossene Kategorie, wofür ich verantwortlich bin. Und ich finde dieser Mix und einfach wirklich zu sagen, das ist hier mein Baby, das ist im Grunde genommen das, was mich jeden Tag aufs Neue begeistert. Wir haben keine Ausreden, wir können nicht sagen, irgendeine Zentrale hat das gesagt, dann machen wir es halt so. Wir beeinflussen wirklich das Leben der Marke. Grundsätzlich gibt es immer ein großes Problem, wir wachsen nicht schnell genug. Ja? Und das gilt es zu lösen. Ich schaffe es nicht alleine, Marken selber zu gestalten. Das passiert im Team. Das hat jeder mit offenen Armen mich empfangen. Das Erste war, dass da jemand steht, der kurz vor der Rente ist und sagt, ach, Ricarda nennt mich Günther. Und das war erstmal wirklich die Kultur, wo ich sage, das ist die Danone-Kultur. Ich finde es Wahnsinn, wie viele Performer wir haben. Also das ist eine Macherkultur, es macht unglaublich Spaß, wenn es interessante Dinge sind. Leute sind einfach, zeigen ein Commitment und Sachen werden einfach angegangen und umgesetzt. We don't want Danone to be seen as only a big multinational. We also want Danone to be seen as a fair company, working with people and for people.